Einen wunderschönen guten Abend, der Whisky-Truhe. Was habe ich denn heute wieder für euch? An diesem wunderschönen Donnerstagabend. Sonne scheint. Ich rieche Grillfeuer. Die Nachbarn grillen. Und ich sitze hier und mache ein Video. Und habe was zu trinken in der Hand. Aber dazu später. Denn das, was da mit drin ist, das ist was ganz was Neues. Es ist heute jetzt bei mir als Paket angekommen. Mehrere Flaschen. Ein Whisky. Wen wundert's? Ein Whisky aus England. England, da gab es ja lange nichts an Whisky. Ja. Und dann seit ein paar Jahren gibt es immer mehr. Ich glaube, Stand, was ich jetzt noch so im Kopf habe, um 2020 rum waren es, ich glaube, 14 Brennereien in England. Hat man die Waliser mitgezählt, kam man, glaube ich, auf 19. Aber macht mich da jetzt bitte nicht auf eine Zahl komplett fest. Aber das hier, The Hell's Stone Whisky von The Pocketful of Stones Brennerei. Ja, wie schreiben die noch so schön auf ihrer Website? Von hinter der Bar zur Destille, zurück zur Bar. Also kurz gesagt, das wäre die Geschichte von The Pocketful of Stones. Ja, sie vermeiden auf ihrer Website eine große, epische, strukturierte Geschichte zu erzählen, was sie alles getan haben, der sie zu dem Punkt geführt hätte, dass sie das gemacht haben. Ja? Die Wahrheit ist, die haben irgendwo in London gearbeitet, in Bars, haben dort gelebt, gefeiert, Freunde gefunden, alle möglichen Erinnerungen geschaffen, von denen sie auf der Webseite nicht sprechen mögen. Aber alles das hat sie dazu geführt, die Zelte in London abzubrechen, nach Cornwall zu ziehen, wo die ihren Sitz haben, um dort in der Wildnis von Cornwall ihre Erfahrungen in das Produkt einfließen zu lassen und laden uns ein zu dieser Reise, zu dieser Geschmacksreise. Es ist in Cornwall, eine wunderschöne Ecke übrigens in England, mit Moorgebieten, mit vielen Stränden. Man sagt auch die kornische Riviera. Ich war selber noch nicht da, vielleicht war ja einer von euch schon mal in Cornwall. Nun ja. Aber probieren wir doch jetzt erstmal den Whisky, denn darum geht es, nicht um irgendwelche Reiseberichte. Ich habe so ein kleines Probefläschchen. Das ist schon angebrochen, weil das ist da schon mit drin. Ups. Ach komm. Flasche leer, Glas voll, Nase rein. Weil, das klang für mich interessant. Ich habe die Woche dann schon mit dem Vertrieb der Firma telefoniert und die Rahmenbedingungen dieses Whiskys klangen schon spannend, weil jetzt bei dem Wetter, ich habe da gerne mal ein bisschen leichteren Whisky. Gerne mal so ein 40%er, wie er hier auch ist. Und so ein Sommerwhisky, ne? Sommersonne-Whisky. Und das riecht schon mal gut. Das riecht schon lecker. Weil, das ist ja immer so ein Punkt bei manchen von diesen, ich sag mal, 40%igen Einstiegswhiskys, dass die so schwach in der Nase sind. Durchaus mal, ne? Vor allem, der ist ja jung, der wird nicht viel älter als 3 Jahre sein. Ne? Denn das ist eine junge Brennerei und man will ja irgendwann Geld verdienen, also haut mal irgendwann nach 3 Jahren schon mal den ersten Whisky raus. Die verdienen noch ein bisschen Geld mit Gin, den sie noch machen, mit Absinth. Die haben verschiedene Produkte, sind ein bisschen breiter aufgestellt. Aber wir bleiben beim Whisky. Und ich rieche hier schon so eine leichte Honigsüße. Und da ist noch was anderes. So, jetzt machen wir wieder den Tattoo-Farbechtheitstest. Ja, die Farbe bleibt drauf. Ja, da kommt noch so eine. Da kommt die Honigsüße richtig schön raus.
Und ein bisschen Karamell. Das leicht salzige, das könnte meine leicht verschwitzte Haut sein. Aber vielleicht ist ja da so eine gewisse Meeresfrische ja mit drin. Man weiß es nicht. Also ich bin jetzt schon mal überrascht. Der ist weich, aber mundvoll. Er ist wirklich weit jetzt im Mund los. Ja, der bleibt ein bisschen, der hat einen schönen Abgang. Das ist in Kombination mit dem Geruch, der ist jetzt hier mit den Schwenkern hier rein. Perfekt. Kommt da so ein bisschen Marzipan, bisschen Vanille. Ist aber noch ein bisschen was anderes. Was ist das? Ich komme ja nicht immer auf alle Geschmäcker und Gerüche, die so da sind. Aber das muss ja auch nicht, ne? Das ist ja, soll ja schmecken. Und das tut ja, das wird für den Sommer ist ja echt super. Und den hat man schön lange im. Ach guck mal, da kommt schon die erste Wespe. Fein. Tolles Ding. Für ein Erstlingswerk, so hell wie der ist, brauchen wir nicht über irgendwelche Fassnachlagerungen drüber nachzudenken. Was ich aber auch vermute, also es steht nirgends was drauf, dass er gefärbt ist. Also dürfte er nicht gefärbt sein. Und der scheint nicht kühl gefiltert zu sein, weil ich sehe durchaus Schwebstoffe. Ein bisschen so. Hatte bei der Durchsicht eben eine Flasche gesehen, da war sogar so ein bisschen was Schwarzes drin von einem Fass. Finde ich gut, warum auch nicht. Und wie trinke ich im Sommer sehr gerne mal einen Whisky? Ich trinke den gern als Longdrink mit Ginger Ale. Das war das Glas, was ihr anfangs gesehen habt. Ein schöner großer Eiskugel. Whisky, der Rest auffüllen mit Ginger Ale. Da war ein bisschen mehr drin. Ihr mögt es mir verzeihen, ich habe schon einen Schluck genommen. Und ich habe festgestellt, das passt super zusammen. Und der Whisky geht nicht unter. Liegt aber auch vielleicht ein bisschen daran. Ich habe hier nicht den Walten Wiesen Ginger Ale einer bekannten Marke, aus dem man überall in den Discountern und überhaupt so kriegt. Ja, der mal in der alten Werbung gesagt hat, kein Gesicht, keine Erfrischung. Ich habe bei mir im Laden die Produkte von Mistelhain. Da gibt es Ginger Ale, Ginger Beer und Lemon. Und davon habe ich hier den Ginger Ale drin. Eine wirklich tolle Kombination. Auch wer von euch am Samstag Zeit hat, der kommt doch einfach mal im Laden vorbei und kommt mal probieren, den Whisky. Habt ein paar Flaschen da stehen, könnt ihr kaufen. Und ab Samstag ist noch so ein kleines, sagen wir mal, kleines Grill-Event. Weil Thomas von Vika Dilli-Soßen stellt seine Barbecue-Soßen vor und da schmeißen wir einen Grill an, schmeißen ein paar Würstchen drauf, schneiden die ein bisschen kleiner, könnt ihr ein bisschen dippen, könnt ihr ein bisschen Soßen probieren. Ich denke mal, das wird wieder ein super schöner Tag. 10 bis 14 Uhr, Sonne wird scheinen. Und da kann man natürlich auch das ein oder andere genießen. Vor allen Dingen den. Daneben habe ich noch einen kanadischen neuen Whisky. Den stelle ich in einem anderen Video vor. Auch ein super schöner Vertreter für die Sommerzeit. Seid gespannt, kommt in Kürze hoch. Am Wochenende werden wir es irgendwann hochladen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr hier irgendwo aufs Like drückt, auf die Glocke und das Abo. Ihr kennt's, ja. In diesem Sinne noch einen schönen Abend. Genießen wir den Vize-Freitag.